Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir sind jetzt in Montana und ich würde sagen, wir schauen erstmal die Post an. 13.200 Münzen als Stallbursche verdient. Dann bekommen wir Besuch von Molly, dem Glitscherfeenpferd. Dann gibt es jetzt ja die neuen T4-Pferde, das heißt, wir bekommen die Belohnung für die Aufgabe vom Canadian Pacer. Sehr schön. Dann, ja, eine neue Jagdrennsaison hat begonnen. Da können wir dann gleich mal vorbeischauen. 4.524 Münzen als Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ja, schauen wir da einmal ganz kurz vorbei. Und dann holen wir Molly. Und ich würde sagen, dann geht es erstmal bei den Fischen weiter. Ach genau, hier waren die ganzen Fantasiepferde. Genau, Amethystfeenpferd Stufe 1. Hengst und Stute schon mal. Sehr gut. Das ist ein Stufe 2er Elfenbeinfeenpferd. Schick, schick. So, und das hier müsste ein Stufe 2er Sonneneinhörner sein. Genau. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal zurück. Und dann müssen wir ja noch das Rezept freischalten. Für die Konkubine. So, aber erstmal können wir hier gucken. Andalusia, Alfi können wir, glaube ich, verkaufen, ne? Wir haben übrigens eine Stute. Ja, mit dem Paint Horse warten wir jetzt mal ganz kurz. So, nee, genau, wir müssen die Molly noch holen. So, dann kommen wir ja sowieso auf die Fantasieinsel. Und ja, dann züchten wir erstmal gleich beim Fisch. So, da ist die Molly. Die Weide machen wir für sie mal ein bisschen sauber. Okay. Du bist Stufe 2. Mhm. Ich glaube, wie sieht das denn hier aus? Okay, da können wir einmal das Glücksrad drehen und hier leider noch nicht. Aber beim nächsten Mal. Gott, wer war denn jetzt wer? Okay, blaues Futter. Hier drüben. Okay. Die Chance auf Diamanten besteht. Aber es werden nur Münzen und 2000. Tja, schade. Wie viel ist er denn jetzt wert? 39, naja, wir könnten ihn noch ein bisschen weiter trainieren, würde ich sagen. Gut. Ja, Elfenbein fehlt Pferdzucht. Warten wir erstmal ab. Wir haben jetzt momentan doch relativ viel wieder. Wir müssen auf jeden Fall schauen, der Dole. Da hat sich auch was getan. Ach so, wir müssten noch irgendwen verkaufen. Das war jetzt natürlich doof. Hätte ich ihn wahrscheinlich doch schon verkaufen sollen. Wir brauchen ja nämlich einmal Platz. Oder können wir den Stufe 2er schon verkaufen? Tja, ist vielleicht ärgerlich, aber was soll's, wir brauchen den Platz, es tut mir leid. Und hier bekommen wir jetzt ein Dole-Stütchen, Stufe 3 gleich. Ich habe mit dem Stufe 3er gezüchtet und ja, so groß war die Chance nicht, aber es ist natürlich ausgerechnet dann, wenn die Aufnahme mal nicht läuft. Stufe 3 geworden, aber immerhin ein Zuchterfolg, die kleine Dame. Dann fehlt uns jetzt noch Stufe 2. Und na komm, 5 Mais darfst du ruhig mal haben.
Dann macht sie gleich erstmal die Aufgaben, würde ich sagen. So, gelbes Futter. Können wir ja mal schauen, ob wir da auch genug von haben. Ja, je nachdem, wie viel sie möchte. Aber erstmal die Aufgaben, würde ich jetzt sagen. Da haben wir hier... Also Rubine haben wir genug, erst einmal. Aber zuerst wird der Dol freigeschaltet, würde ich sagen. So, gut, dass du auch als Fohlen schon die Aufgaben machen kannst. Ja, hier ist gerade unser Fohlen unterwegs, die Athena. Unser Tinkerstütchen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das Aussehen von Rauni. Das ist auf jeden Fall neu, aber ich finde es trotzdem ganz schick. Ich weiß nicht, züchten wir dann auch gleich Stufe 4? Wäre ja eigentlich schon interessant, ne? Na gut, aber erstmal braucht man dann Stufe 3er Hengst. Und dann können wir da weitermachen. So. Ja, wenn wir da ein Stütchen haben, dann können wir Stufe 1 auf jeden Fall unseren Hengst behalten. Das heißt, Walker könnten wir dann auch verkaufen. Ich überlege, ob ich sie noch trainiere, bis sie Diamanten bringt. Je nachdem. Wir können ja auch zwischendurch das Quiz noch machen. Füll die Lücke. Im Spiel kannst du Freunde als Pferd, Pferdepfleger, Stallbursche anheuern, damit sie dir bei den Aufgaben helfen. So, ein Stallbursche. Dann, was können Menschen im Gegensatz zu Pferden tun? Gähnen, sich hinsetzen, sich übergeben. Sich übergeben? Das ist bei Pferden anatomisch nicht möglich. Und welche dieser französischen Pferderassen ist nicht ausgestorben? Charolais, Auxois, Vendée. Keine Ahnung. Wir nehmen die Mitte. Okay, es war richtig. Das war Auxois oder wie auch immer man das ausspricht. So, gut. Sie ist wieder da. Dann holen wir das gleich mal ab. Ich hoffe, dass wir das relativ gut hier hinbekommen mit den Aufgaben. So, ja, dann bekommst du noch... Vielleicht kriegen wir sie auf Stufe 5 noch. Auf Level 5, das wäre ja schön. Na, jetzt möchte er so ein Möhrchen, das ist... Nicht gerade das, was sehr viel bringt. Wie wär's nochmal mit Schokokuchen? Oh, den Salat aus Großbritannien, den wir immer herstellen und verkaufen. Keine Ahnung, wie der heißt, aber ist eigentlich auch... egal. Solange er uns finanziell die Zukunft sichert. Ach, nochmal gelb. Kleiner, so wird das aber nichts. Das dauert dann doch vielleicht ein bisschen länger. Hier mit Ausmisten wird es noch weniger was. Möchtest du noch ein bisschen die Kindheit genießen, ne? Kann ich ja verstehen. Man will das ja immer nicht so wahrhaben. Aber so schön wie in der Kindheit wird es nicht wieder. So viel Freizeit, wie man da hat. Rüben. Na super, Rüben habe ich jetzt auf jeden Fall in den letzten Tagen nicht angepflanzt. Aber es reicht. Na gut, ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal zu den Fischen und züchten da. Oh, wir haben eine Aufgabe. Das schauen wir uns gleich an. Dann habe ich die Mine, die ich ja verbessert habe, die kleine. Die ist jetzt auch auf Stufe 5. Die habe ich dann schon mal eröffnet und ja, hat auch schon einen Saphir hervorgebracht. Also mal sehen. Sieht jetzt... Boah. Okay aus. Ist jetzt. Minen finde ich jetzt persönlich nicht so hübsch, aber
kann man mit leben, wenn man dafür Edelsteine bekommt. So, dann unsere beiden. Ja, da geht das viele Geld wieder weg. Und es wird wieder nichts. Ach Mensch. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Zuchtversuche da jetzt schon. Ich habe ja einige, ja, missglückte Zucht. Wie sagt man denn das? Ich habe auf jeden Fall einige Fohlen ja gleich verkauft, deswegen reicht das mit 18 nicht. Aber hier laufen ja schon einige rum. In Montana ist ja noch einer und die wurden ja schon ein bisschen verteilt. Also. Ja, verkauft wurden auch welche. Ist das denn jetzt wieder ein Hengst eigentlich geworden? Ja. Also hier laufen eigentlich nur noch Hengste rum. Abgesehen von Lara. Wahnsinn. Können wir auch mal nach Großbritannien schauen und dann auf jeden Fall gleich das Rezept freischalten. Auch wenn es uns momentan noch nicht so viel bringt. Aber ich habe überlegt, ich werde einfach schauen, dass ich ein Paint Horse irgendwo finde. Das wird ja jetzt momentan werden sie noch irgendwo rumstehen. So. Ja, die Weide, das ist doch auch. Oh, es lohnt sich. Schon 3 Diamanten. Haben wir hier eigentlich noch was, nee, zum Trainieren und Verkaufen? Leider nicht. Na gut. Dann, wo haben wir es? Hier. Die Schatztruhe. Die wichtigste. So. Gut, und die Rezeptur. Freischalten. Sehr gut. Ja, die Rennen machen wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal exklusives Pferd. Ist es wirklich das Paint Horse und das Glitzer für den Pferd? Aber ich denke schon, wieso? Sollte man falsche Infos erhalten? Genau. Paint Horse, Glitzer für den Pferd, 18% Chance. Joa. So, mal schauen, wo stehen unsere Glitzerfeenpferde jetzt in. Ach, die stehen auch in Frankreich, ne? Das ist blöd. Wir müssten die irgendwo hinbringen, wo ein Stall dann frei ist. Deutschland ist definitiv noch belegt. Wer weiß, wie lange das mit der Fischzucht noch dauert. Ist ja momentan auch eher so. Was heißt momentan? Ist definitiv eine Zucht, die sehr, sehr viel Geld verschlingt. Da ist Jean und unsere Celine. Ist die auch hier oder ist die. Celine. Ach, die kann auch. Ach, wahrscheinlich ist sie in Deutschland. Jo. Na gut. Dann füttern wir hier erst nochmal. Dann können wir gleich nochmal schauen, ob wir ein Paint Horse finden. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass die jetzt nicht alle in der Zucht sind oder auf der Weide unterwegs und trainieren so lange noch, bis sie für die eigene Zucht eingesetzt werden. Das kann ja auch sein. Ach ja, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. So, wie ging denn das jetzt noch bei dem Club mit dem Besuchen hier. Und ich sollte mal vorbeischauen. Wir haben nur noch 19 von 20. Irgendwer hat den Club verlassen, aber. Och nö, bitte nicht. Ja, dann kann ich nämlich gar nicht mehr vorbeischauen. Das ist schlecht. Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht, welches Level.
Aber ich meine, in meiner Liste hier ist er nicht. Sonst gucken wir zu Lena. Lena hat ja auch meistens. Doch hier. Oder? Ist es? Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Oh, ist das der neue Dole? Aber der Stute. Oh, ist das schön. Und da ist wahrscheinlich auch das Painthaus unterwegs, ne? Ne, bayerisches Warmblut. Vielleicht haben wir... Ah, du bist ein Knappstrupper. Knappstrupper. Okay, wir gucken mal weiter. Also hier läuft schon Dole 4 rum. Und dabei gibt es die Zertifikate noch nicht so lange. Wahnsinn. Da muss man echt viel, viel Glück haben. Na bitte, lad doch weiter. Nicht abstürzen. Nee, was bist du denn, ein Ardenner? Tja, du bist auch ein, genau, irischer Sportpferd. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir die Rennen jetzt aus. Ich glaube, die kleine Dole-Stute wird auch zu lange brauchen, um jetzt noch erwachsen zu werden. Die werde ich dann einfach auf die Wiese schicken und dann, ja, muss ich ja eh noch einen Hengst finden. Stufe 3. Und hier steht auch nur ein Pferd. Das ist eine Stute. Könnten natürlich auch exklusive wieder. Ist das der General oder? Das ist der General schon auf Stufe 3. Und das ist die. Ist nicht wahr. Die Konkubine auch auf Stufe 3. Oh, die sieht ja schön aus auf Stufe 3. Findet ihr nicht auch? Oh, ich finde das... Die Farbe der Mähne und der Schweiß finde ich echt genial. Und das ist Saint-Francais, ne? Das müssten wir eigentlich auch nochmal züchten. Ja, Saint-Francais. Wir gucken nochmal weiter. Ja, aber momentan bringt uns auch eine Konkubine noch nichts. Wir brauchen ja erstmal selber eine. Und dafür brauchen wir definitiv ein Paint Horse. So. Hier ist auch kein Paint Horse dabei. Dann nur noch nach Großbritannien. Und da würde ich sagen, muss ich erstmal schauen, wo ich ein Paint Horse finde. Und dass ich meine Dole-Stute großziehe. Dass ich einen ja, Dole-Hengst Stufe 3 am besten finde. Ja, nee, hier auch nicht. Aber da muss man ja schon mal sagen, also der Dole 4 gefällt mir definitiv. Da müssen wir uns ranhalten, dass wir da die Smaragde rankriegen. Und die Konkubine habe ich jetzt auch schon. Oh. Ja, das mit dem Sparen wird doch garantiert eh wieder nichts. Naja. Gut, dann schicke ich die Kleine jetzt mal auf die Weide. Und dann darf ich nicht vergessen, dass ich auch nochmal Stufe 2 züchte. Wir können noch einmal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich hier irgendwann wieder die Geschenke vergesse. Übersehe. Stufe 2 dürfte ja nicht sein. Da hat sie ja nichts getan. Stufe 3. Einer noch. Okay. Also nächste Stufe 3, ja. Gut. Dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.